Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in Hundelzhausen in unserer Märchenkirche. Auch heute am 14. Februar, dem Valentinstag, wird Kirsten Stein diesen Ort wieder verwandeln in einen märchenhaften. Und zwar zum Thema Liebe. Ich, Pfarrer Christian Schäfer, hier in Hundelzhausen und Dorenbach, wünsche Ihnen und euch auch im Namen unseres Kirchenvorstandsteams von Herzen ganz viel von dieser Liebe. Viele liebevolle Blicke, die euch treffen, und viele liebevolle Blicke, die ihr anderen geben könnt. Eine gute Zeit und viel Vergnügen. Es war einmal ein kleines Mädchen, dem war ein Flachsknoten gegeben, Flachs daraus zu spinnen. Was es aber spann, war immer Goldfaden und kein Flachs konnte herauskommen. Da ward es traurig, setzte sich auf das Dach und fing an zu spinnen und spann 3 Tage, aber immer nichts als Gold. Da trat ein Männlein hinzu. Ich will dir helfen aus all deiner Not. Ein schöner junger Prinz wird vorbeikommen, der wird dich wegführen und dich heiraten. Aber du sollst mir versprechen, dass dein erstes Kind mein soll sein. Das kleine Mädchen versprach ihm alles. Und bald hernach kam ein schöner junger Prinz, der nahm es mit sich und machte es zu seiner Gemahlin. Über ein Jahr gebar sie einen Knaben. Da trat das Männlein an das Bett und verlangte ihn. Sie bot ihm alles dafür. Er aber nahm nichts an und gab ihr nur 3 Tage Zeit. Wenn sie am letzten nicht seinen Namen wisse, müsse sie ihm das Kind geben. Die Prinzessin sann eine lange Zeit. Schon 2 Tage hatte sie gesonnen und den Namen noch nicht gefunden. Am 3. befiehlt sie einer getreuen Dienerin hinaus, in den Wald zu gehen, aus welchem das Männlein gekommen sei. Diese geht nachts hinaus und da sieht sie es, wie es auf einem Kochlöffel um ein großes Feuer herumreitet. Wenn die Prinzessin wüsst, dass ich Rumpenstünzchen hieß. Die Dienerin bringt eilig der Prinzessin diese Nachricht, die darüber sehr erfreut wird. Um Mitternacht kommt das Männlein herein. Weißt du nun meinen Namen oder ich nehme dein Kind mit? Da sagt die Prinzessin ihm allerlei Namen vor. Zuletzt sagt sie, oder solltest du wohl Rumpenstünzchen heißen? Wie das Männlein das hört, erschrickt es. Das hat dir der Teufel gesagt! Und fliegt auf dem Kochlöffel zum Fenster hinaus. Es tanzt ein Biberbotzemann auf unserem Boden rum. Es tanzt ein Biberbotzemann auf unserem Boden rum. Er rötet sich, er schüttet sich, er wirft sein Säcklein hinter sich. Es tanzt ein Biberbotzemann auf unserem Boden rum. Herzlich willkommen in der Märchenkirche. Heute, passend zum Valentinstag, habe ich euch einen Auszug aus meinem Programm Grimm und Liebe mitgebracht. Die viele Jahre in Kassel lebenden Brüder Jakob und Wilhelm Grimm waren nicht nur Märchenonkel. Sie arbeiteten unter anderem an einer Sammlung von Volksliedern, aus welcher das eben gesungene Lied stammt, an den deutschen Rechtsaltertümern der deutschen Mythologie und dem deutschen Wörterbuch. Vielleicht fragt ihr euch, was die Brüder Grimm mit der Liebe zu tun haben. Naja, sie waren Söhne, Brüder, Kommilitonen, Freunde und vor allen Dingen waren sie Menschen. Und was uns Menschen bewegt, ist die Liebe. Als erstes denkt man beim Thema Liebe wohl an die romantische Liebe.
Aber da muss es doch noch mehr geben, oder? In dem eben erzählten Märchen zum Beispiel, geht es da wirklich nur um die Liebe zu dem schönen Prinzen oder auch um die Mutterliebe? Oder womöglich sogar die Liebe zur Arbeit? Wo fängt die Liebe an? Wo hört sie auf? Wie viele Formen der Liebe gibt es wohl und welche? Naja, aber da dies, wie schon erwähnt, ja nur ein Auszug aus meinem Programm ist, komme ich gleich zur Sache. Denn eines Tages trifft sie jeden, die romantische Liebe. Die größte Herausforderung dabei ist wohl, den richtigen Mann oder die richtige Frau zu finden. Das war früher so und ist bis heute so geblieben. Da kenne ich mich aus. Es heißt ja auch, man müsste 1000 Frösche küssen, um einen Prinzen zu finden. Allerdings gebe ich als Fachfrau zu bedenken, dass in dem Märchen vom Froschkönig der Frosch an die Wand geworfen wird, dass er sich in einen Prinzen verwandelt. Doch außer Küssen und Werfen gibt es noch ganz andere Auswahlverfahren. Es war einmal ein König. Da hatte er einen Sohn, der wollte sich vermählen und bat seinen Vater um eine Braut. Da sprach der König: Mein Sohn, dein Wunsch soll erfüllt werden, doch es will sich nicht schicken, dass du eine andere nimmst als eine Prinzessin und es ist momentan in der Nähe keine zu haben. Indessen will ich es bekannt machen lassen. Vielleicht meldet sich einer aus der Ferne. Es ging also ein offenes Schreiben aus. Und es dauerte auch nicht lang, da kamen Prinzessinnen genug. Fast jeden Tag kam eine, aber immer, wenn nach ihrer Geburt und Abstammung gefragt wurde, ergab sich's, dass es keine Prinzessin war und sie musste unverrichteter Sache wieder abziehen. Da wurde der Prinz ungeduldig. Wenn das so fortgeht, bekomme ich am Ende überhaupt keine Frau. Doch die Königin tröstete ihn. Beruhige dich, mein Söhnchen, noch ehe du dich's versiehst, ist eine da. Das Glück steht oft vor der Tür, man braucht sie nur aufzumachen. Und es war wirklich so, wie die Königin gesagt hatte. Bald hernach, an einem stürmischen Abend, als Wind und Regen an die Fenster schlugen, wurde heftig an das Tor des königlichen Palastes geklopft. Die Diener öffneten und herein trat ein Mädchen, das verlangte, gleich vor den König geführt zu werden. Der König wunderte sich über den späten Besuch und fragte, woher sie käme, wer sie wäre und was sie begehre. Ich komme aus einem fernen Land und bin die Tochter eines mächtigen Königs. Als euer Schreiben mit dem Bildnis eures Sohnes in meines Vaters Reich gelangte, da habe ich heftige Liebe zu ihm empfunden und mich gleich auf den Weg gemacht in der Absicht, seine Gemahlin zu werden. Das kommt mir ein wenig bedenklich vor. Auch siehst du mir gar nicht aus wie eine Prinzessin. Seit wann reist eine Prinzessin so ganz allein ohne alles Gefolge und in so schlechten Kleidern? Das Gefolge hätte mich nur aufgehalten und die Farbe in meinen Kleidern hat die Sonne verschossen und der Regen hat sie vollends ausgewaschen. Glaubt ihr nicht, dass ich eine Prinzessin bin, so sendet nur ein Schreiben an meinen Vater. Das ist mir zu weitläufig. Eine Gesandtschaft kann nicht so schnell reisen wie du. Die Leute müssen die nötige Zeit dafür haben. Es würde Jahre dauern, ehe sie wiederkämen.
Kannst du nicht auf andere Art beweisen, dass du eine Prinzessin bist? So blüht hier dein Weizen nicht und du tust besser, je eher, je lieber, dich wieder auf den Heimweg zu machen. Die Königin aber meinte, lass sie nur bleiben, ich will sie auf die Probe stellen und will bald wissen, ob sie eine Prinzessin ist. Und dann stieg die Königin allein den Turm hinauf und ließ dort in einem prächtigen Gemach ein Bett zurechtmachen. Und wie die Matratze herbeigeholt war, da legte sie drei Erbsen darauf, eine obenhin, eine in die Mitte und eine unten hin. Und dann wurden noch sechs weitere Matratzen darüber gebreitet. Linnentücher und eine Decke mit Eiderdun. Als alles fertig war, führte die Königin das Mädchen in das Schlafgemach. Mein liebes Kind, von deiner weiten Reise wirst du sicher müde sein. Schlaf dich nur aus. Morgen wollen wir weiterreden. Am nächsten Morgen, ganz früh, ging die Königin in das Schlafgemach. Sie glaubte, das Mädchen im Schlaf vorzufinden, doch es war schon wach. Guten Morgen, mein Kind, hast du gut geschlafen? Ganz und gar nicht. Aber warum, mein Kind, war das Bett nicht gut? In einem solchen Bett habe ich mein Lebtag nicht gelegen, hart vom Kopf bis zu den Füßen. Es war, als wenn ich auf lauter Erbsen läge. Als die Königin das hörte, freute sie sich. Ich sehe wohl, du bist eine echte Prinzessin. Ich lasse dir königliche Kleider schicken, Perlen und Edelsteine. Schmücke dich wie eine Braut, denn wir wollen noch heute die Hochzeit feiern. Die Auswahlverfahren von anderen führen nicht immer zum Erfolg. Wusstet ihr, dass Jakob Grimm eine Nichte zweiten Grades namens Luise Bratfisch heiraten sollte? Die Familie brüstete sich bereits damit, dass bald ein gewisser Jakob Grimm zur Familie gehöre. Doch daraus wurde nichts. Wenn man jetzt aber den richtigen Mann und die richtige Frau oder die richtige Frau gefunden hat, dann wird geheiratet. Richtig? Früher war das so. Aber heutzutage? Muss man heutzutage noch heiraten? Manch einer will ja auch einfach nicht. In den deutschen Rechtsaltertümern, an denen Jakob Grimm mit Liebe arbeitete, übrigens um sich von der ungeliebten Arbeit am deutschen Wörterbuch zu entspannen. Also in den deutschen Rechtsaltertümern gibt es klare Regelungen zum Thema Ehe. Eingehung der Ehe. Ursprünglich war die Ehe ein Kauf. Der Freier entrichtete dem, in dessen Gewalt sich die Jungfrau oder Witwe befand, dem Vater, Bruder oder Vormund einen Preis, wofür ihm die Braut angelobt und überliefert wurde. Doch konnte auch die Einwilligung der Braut als nötig gelten. Die Ehe wird für vollzogen erklärt, wann die Decke Mann und Frau beschlägt, wann die Decke ihnen zusammenschlägt, zwischen ihnen beiden ausfällt, das Bett beschritten ist. Frühmorgens wird ihnen ein Gericht vor das Bett gebracht, das sie zusammen verzehren. Bei Vornehmen ein gebratenes Huhn. An demselben Morgen empfängt die Jungfrau von ihrem Gemahl ein ansehnliches Geschenk, welches Morgengabe heißt. Die Neuvermählte lässt nicht mehr das Haar fliegen, sondern schlägt es in Knoten zurück und bindet ihr Haupt. Zweck der Ehe war Erzeugung eines echten Erben. Blieb die Frau unfruchtbar, so durfte sich der Mann von ihr scheiden. Lag es am Unvermögen des Mannes, so konnte von alters her auf andere Weise Rat geschaffen werden.
Der Ehemann hatte die Befugnis, sich einen Stellvertreter zu wählen. Es war einmal ein König, der wollte sich niemals verheiraten. Eines Tages stand er am Fenster und sah die Leute in die Kirche gehen und darunter ein Mädchen von solcher Schönheit, dass er in einem Augenblick seinen Vorsatz aufgab, das Mädchen zu sich rief und zu seiner Gemahlin wählte. Über ein Jahr gebar sie einen Knaben. Und da wusste der König nicht, wen er zu Gevatter bitten sollte. Doch schließlich entschied er, hinauszugehen und den Erstbesten, der ihm begegnete, zu Gevatter zu bitten. Und wie er ausging, da begegnete ihm ein alter Mann. Den bat er zu Gevatter und der Alte war auch einverstanden, bot sich aber aus, dass er das Kind allein in die Kirche trage, dass diese daraufhin verschlossen werde und dass niemand ihm zusehen dürfe. Das alles ward ihm bewilligt. Der König hatte aber einen neugierigen Gärtner. Und als dieser sah, wie der Alte das Kind in die Kirche brachte, da schlich er ihm nach und versteckte sich zwischen den Kirchenbänken. Und da sah er, wie der Alte das Kind vor den Altar brachte, es segnete und wie einer, der geheime Kräfte versteht, ihm die Gabe verlieh, dass alles, was es wünsche, wahr werden solle. Der Diener dachte sich gleich, welchen Vorteil er bekäme, wenn er das Kind hätte. Und als die Königin einmal mit dem Kind auf dem Arm im Garten spazieren ging, da riss es ihr fort, bestrich ihr den Mund mit dem Blut eines geschlachteten Huhns und klagte sie beim König an. Er habe gesehen, wie sie ihr Kind getötet und aufgegessen. Der König ließ die Königin sofort ins Gefängnis werfen. Der Gärtner aber brachte den Prinzen weit, weit fort in den Wald zu einem Förster. Der sollte ihn aufziehen. In dem Wald bei dem Förster, da lernte der Prinz die Jägerei. Und der Förster hatte auch eine Tochter, die Liese. Und die beiden Kinder hatten einander so lieb. Eines Tages entdeckte die Liese ihm, dass er ein Prinz wäre und dass alles, was er wünsche, auch wahr werden solle. Als kurz hernach der Gärtner einmal zu dem Förster in den Wald kam, da wünschte der Prinz ihn in einen Pudel, der musste immer neben ihm gehen. Seine Liese wünschte in eine Nelke, die steckte er sich an. Und dann ging er an den Hof seines Vaters und nahm als Jäger bei ihm Dienst. Er war auch bald schon sehr beliebt bei dem König, weil er alles wild schießen konnte, denn er brauchte es ja nur vor sich hin zu wünschen. Und für seinen Dienst verlangte er keinen Lohn, nur eine kleine Kammer für sich, die er stets verschlossen hielt, und auch für sein Essen wollte er selber sorgen. Na, das kam seinen Kameraden wunderlich vor, dass er allen Dienst umsonst tat. Und einmal, da schlich ihm einer nach und schaute durch das Schlüsselloch. Und da sah er den neuen Jäger an einem reich gedeckten Tisch sitzen und neben ihm ein schönes Mädchen. Und er sah auch, dass die beiden recht vergnügt und vertraut miteinander waren. Nun, das Essen hatte sich der Prinz aber nur auf den Tisch gewünscht. Und das Mädchen, das war seine Liese. Der gab er alle Zeit, wenn sie allein in der Kammer waren, ihre rechte Gestalt wieder. Doch wenn er die Kammer verließ,
war sie einfach eine Nelke, die in einem Glas Wasser vor dem Fenster stand. Ach, wenn doch mein Schatz ein Nelkenstock wär, setz dich hin vor's Fenster, setz dich hin vor's Fenster, dass ihn jedermann säh. Seine Kameraden glaubten, er müsse große Reichtümer haben und brachen, als er einmal allein auf der Jagd war, in seine Kammer ein. Doch da fanden sie nichts als die Nelke vom Fenster. Und weil die so schön war, brachten sie sie dem König. Der König hatte auch großen Gefallen daran und verlangte sie von dem neuen Jäger. Doch der wollte sie um alles Gold in der Welt nicht hergeben, weil es seine liebe Liese war. Doch schließlich, wie der König darauf bestand, entdeckte er ihm alles und dass er sein Sohn wäre. Da fiel dem alten König ein Stein vom Herzen. Die Königin wurde sofort aus dem Gefängnis befreit und er bat sie auf Knien um Verzeihung. Die Liese war des Prinzen Gemahlin. Nun, bestimmt wollt ihr wissen, was mit dem gottlosen Gärtner geschah. Der musste zeitlebens ein Pudel bleiben und ward von den Dienern unter den Tisch gestoßen. Ach, wenn doch mein Schatz ein Nelkenstock wär, setz dich hin vor's Fenster, setz dich hin vor's Fenster, dass ihn jedermann säh. Kennt ihr das auch? Der erste verliebte Blick, die erste zarte Berührung, ein ständiges Bild von ihm oder ihr vor Augen, die nächste Begegnung nicht abwarten können, Schmetterlinge im Bauch. Ja, auch Jakob und Wilhelm Grimm blieben davon nicht verschont. Der eine so, und der andere so. Bettine von Arnim hatte ein Auge auf Jakob Grimm geworfen. Aus einem Brief von Bettine von Arnim, 4. November 1811 an Savigny. Ich scheue mich, ihn fort und fort anzusehen. Ich könnte mich in seinem Anblick vertiefen, so edel ist er und so mild, als ob ihn die Weisheit immer da mit himmlischen Samen übertaue, und ich will gern der Letzte von allen sein, wenn er mich nur liebt. Nun, auch Jakob Grimm schien die Nähe von Bettine von Arnim in gewisser Weise emotional in Unruhe zu versetzen, wenn er auch nicht ganz so poetisch darüber schrieb. Zumeist ist Bettine da. Wenn Sie sie nur einmal gesehen haben, so wissen Sie, dass sie kein Maß hält, sondern immer überströmt. Ihre oft geistreichen und tief gefühlten Reden bewegen und quälen einen in seltsamer Mischung. Dabei ist sie so freundschaftlich, dass es uns leid tun müsste, wenn wir sie einmal weniger oft sehen sollten. Die Zuneigung zwischen Bettine von Arnim und Jakob Grimm blieb platonisch. Doch bei Wilhelm kam es anders. Er schwärmte für die Apothekertochter Henriette Dorothea Wild, genannt Dortchen, die er bereits seit der Kindheit kannte. Und die ihm übrigens auch im Garten eines Kasseler Hauses das am Anfang erzählte Märchen erzählt hat. Auszug aus dem Gedankbuch von Wilhelm Grimm.
Es sagte, es habe von mir die Nacht geträumt, wisse aber nicht mehr was. Ich antwortete, ich träume oft von dir, als ging ich mit dir über eine Wiese, über welche die Abendsonne scheint. 1825 heiratete Wilhelm Grimm endlich sein Dortchen und war glücklich. Auszug aus einem Brief von Wilhelm Grimm an Achim von Arnim, 4. November 1825. Ich fühle mich in meinem neuen Verhältnis glücklich, noch glücklicher als ich dachte. Glaubst du wohl, dass ich nahe an die 40 im Ernst glaube, es könnte nicht leicht jemand auf der Welt so liebreich, natürlich, heiter und bescheiden sein, als meine Frau ist? In dem letzten Märchen, das ich euch heute erzähle, wird es noch einmal richtig romantisch, denn es stammt aus der Zeit, in der kulturgeschichtlich die Romantik Blüten trieb. Es war einmal ein altes Schloss, mitten in einem großen, dunklen Wald. Darin wohnte eine alte Frau ganz allein. Das war eine Erzzauberin. Sie konnte das Wild und die Vögel anlocken. Und dann schlachtete sie's, kocht es und briet es. Wenn jemand auf 100 Schritt dem Schloss nahe kam, musste er stillstehen und konnte sich nicht von der Stelle rühren, bis sie ihn wieder lossprach. Wenn aber eine keusche Jungfrau in diesen Kreis kam, verwandelte sie dieselbe in einen Vogel und sperrte sie in einen Korb in einer der Kammern des Schlosses ein. Sie hatte wohl 7000 solcher Körbe mit so raren Vögeln in dem Schloss. Nun war da eine Jungfrau, die hieß Jorinde. Sie war schöner als alle anderen Mädchen. Die und ein gar schöner Jüngling namens Joringel hatten sich zusammen versprochen. Sie waren in den Brauttagen und hatten ihr größtes Vergnügen, eins am anderen. Damit sie nun eins malen, vertraut zusammenreden konnten, gingen sie in dem Wald spazieren. Hüte dich, dass du nicht so nah an das Schloss kommst. Es war ein schöner Abend. Die Sonne schien zwischen den Stämmen der Bäume hell ins dunkle Grün des Waldes und die Turteltaube sang kläglich auf den alten Maibuchen. Jorinde weinte zuweilen, setzte sich hin im Sonnenschein und klagte. Joringel klagte auch. Sie waren so betrübt, als wenn sie hätten sterben sollen. Sie sahen sich um, waren irre und wussten nicht, wohin sie nach Hause gehen sollten. Noch halb stand die Sonne über dem Berg und halb war sie unter. Joringel sah durchs Gebüsch und sah die alte Mauer des Schlosses nahe bei sich. Er erschrak und wurde todbang. Jorinde sang. Mein Vöglein mit dem Ringlein rot singt leide, leide, leide. Es singt dem Täublein seinen Tod. Singt leide, leide. Zicküt, zicküt! Joringel sah nach Jorinde. Jorinde war in eine Nachtigall verwandelt, die sang. Eine Nachteule flog dreimal um sie herum und schrie dreimal. Joringel konnte sich nicht regen. Er stand da wie ein Stein, konnte nicht weinen, nicht reden, nicht Hand noch Fuß bewegen. Nun war die Sonne unter. Die Eule flog in einen Strauch und alsgleich kam ein altes, krummes Weib aus diesem hervor. Gelb und mager, große rote Augen und eine krumme Nase, die ihr mit der Spitze bis ans Kinn reichte. Sie murmelte,
fing die Nachtigall und trug sie auf der Hand fort. Joringel konnte nichts sagen, konnte nicht von der Stelle kommen. Die Nachtigall war fort. Endlich kam das Weib wieder. »Grüß dich, Zachiel! Wenn's Mündel ins Körbel scheint, bind los, Zachiel, zu guter Stund!« Da ward Joringel los. Er fiel vor dem Weib auf die Knie und bat, sie möge ihm seine Jorinde wiedergeben, aber sie sagte, er solle sie nie wiedersehen und ging fort. Er weinte, er jammerte, aber alles umsonst. Oh. Was soll mir geschehen? Da ging Joringel fort und kam schließlich in ein fremdes Dorf. Dort hütete er die Schafe lange Zeit. Oft ging er rund um das Schloss herum, aber nie zu nahe dabei. Und schließlich, da träumte ihm einmal des Nachts, er fänd eine blutrote Blume, in deren Mitte eine schöne große Perle war. Diese Blume trug er zum Schloss. Und alles, was er mit der Blume berührte, ward von der Zauberei frei. Auch träumte ihm, er hätte dadurch seine Jorinde wiederbekommen. Des Morgens, wie er erwachte, da machte er sich auf und fing an, durch Berg und Tal zu suchen, ob er eine solche blutrote Blume fände. Er suchte bis an den 9. Tag. Und da fand er die blutrote Blume am Morgen früh. Diese Blume trug er Tag und Nacht bis zum Schloss. Und wie er auf 100 Schritt nahe dem Schloss war, ward er nicht fest, sondern ging fort bis ans Tor. Joringel freute sich hoch. Er berührte die Pforte mit der Blume und sie sprang auf. Da ging er hindurch über den Hof und horchte, wo er die vielen Vögel vernahm. Und endlich, da hörte er's. Er ging und fand den Saal. Darin war die Zauberin und fütterte die Vögel in den 7000 Körben. Wie sie den Joringel sah, ward sie bös, sehr bös, schrie, spie Gift und Galle gegen ihn aus, aber sie konnte auf 2 Schritt nicht an ihn kommen. Er kehrte sich nicht an ihr, ging und besah sich die Körbe mit den Vögeln. Da waren aber viele 100 Nachtigallen. Wie sollte er so seine Jorinde wiederfinden? Und da sah er, wie die Alte sich mit einem Vogelkäfig in der Hand davonmachen wollte. Flugs sprang er hinzu, berührte das Körbchen mit der Blume und auch das alte Weib. Und nun konnte sie nichts mehr zaubern. Und seine Jorinde stand da, hatte ihn um den Hals gefasst, schön wie sie ehemals war. Und dann machte er auch all die anderen Vögel wieder zu Jungfrauen. Mit seiner Jorinde ging er fröhlich nach Haus und sie lebten beide vergnügt. Gemeinsam.